Heute bei Sonja. Aufgeklärt? Hast du da was vermisst? Konntest du nicht irgendwelche Fragen stellen? Es war äußerst schwierig. Ich habe zwar eine sehr junge Mutter, aber es war nicht möglich, also sich über dieses Thema zu unterhalten. Ich habe es also schon ein bisschen vermisst. Ich habe von Tuten und Blasen ja keine Ahnung. Ich bin mit 26 Jahren als Jungfrau in die Ehe gegangen. Ich habe mich geschämt zu fragen und meine Eltern haben von sich auch nichts gesagt. Abends saß ich halt mal in der Badewanne und habe dann mit einem Mal gerufen, Mama, ich will keine Kinder kriegen. Weil ich hatte halt eine furchtbare Vorstellung durch den Bauchnabel. Das ist, weiß ich nicht, das gefiel mir nicht. Seit der sexuellen Befreiung der 60er Jahre sind wir doch alle mehr oder weniger aufgeklärt. Oder etwa nicht? Naja, die Geschichte mit den Bienchen und dem Blümchen ist zwar total out, aber trotzdem zeigen die zahlreichen Zuschriften bei den Beratungsstellen verschiedener Zeitschriften, dass immer noch nicht alle Fragen geklärt sind. Lernen Sie nun Silvia kennen. Auch sie sagt, ihr habt mich nicht aufgeklärt. Herzlich willkommen. Hallo. Silvia, wie war denn das bei dir zu Hause damals? Wie ist man mit dem Thema Aufklärung umgegangen? Also es war ein absolutes Tabuthema. Ich bin von zu Hause nicht aufgeklärt worden. Hast du da was vermisst? Konntest du nicht irgendwelche Fragen stellen? Es war äußerst schwierig. Ich habe zwar eine sehr junge Mutter, aber es war nicht möglich, also sich über dieses Thema zu unterhalten. Ich habe es also schon ein bisschen vermisst. Wie hat sie denn reagiert, als du dann plötzlich Aufklärungsunterricht oder Sexualkunde in der Schule besetzen solltest? War sie da froh? Sie war sehr froh. Also sie fand das also ganz toll und hat gesagt, dann brauche ich es wenigstens nicht. Hättest du denn gerne mit deiner Mutter über Sex gesprochen? Ich denke schon, ja. Was hättest du sie denn alles fragen wollen? Also ich denke, ich hätte sie vielleicht mal gefragt, wie ist es denn so beim ersten Mal? Vielleicht hätte sie mir dazu ein bisschen was sagen können. Also ich habe das erste Mal zum Beispiel katastrophal empfunden und weil ich vielleicht einfach nicht vorbereitet war. Wie gehst du denn jetzt selbst in deiner Familie mit dem Thema Aufklärung um? Recht locker. Ich denke, unsere Tochter weiß, also unsere Tochter ist 15 Jahre alt, weiß also schon sehr lange, denke ich, zumindest also ja Mann, Frau, wir sind damit angefangen, als ich mit unserem Sohn schwanger war. Da gibt's so nette Büchlein, konnte man ihr das zeigen und ja, ich denke, bei uns läuft das wirklich ganz ganz locker und ich glaube. Du hast sie sogar mal mit zum Frauenarzt genommen. Ja, das ist richtig. Da war sie 12 Jahre alt. Was hast du damit bezweckt? Ich habe sie gefragt, weil ich denke, irgendwann geht ein junges Mädchen auch mal zum Frauenarzt. Und da hatte ich einen Termin und da habe ich sie gefragt, ob sie mal Lust hätte mitzugehen. Und die Idee fand sie ganz toll. Und sie ist auch mit bei der Untersuchung gewesen. Sie hat daneben gestanden. Sie hat der Ärztin Fragen gestellt. Und die hat also ganz toll ihr einige Fragen beantwortet. Und sie hat hinterher nur zu mir gesagt, tut das eigentlich weh? Und daraufhin habe ich gesagt, also es tut nicht weh. Und ich denke, wenn sie das erste Mal zum Frauenarzt geht, denke ich, wird sie sicherlich nicht so viel Angst haben wie ich damals. Wie ist es denn? Ja. Wie ist es denn heute? Kannst du heute mit deiner Mutter mittlerweile ungezwungen über das Thema Sex sprechen? Wir haben eigentlich selten Möglichkeiten, so darüber zu sprechen. Wir sehen uns leider nicht sehr oft. Und ja, vielleicht ist es uns nach der Sendung, vielleicht fällt es uns etwas leichter. Und glaubst du, dass man Kinder sehr früh aufklären sollte? Ich denke schon. Was hältst du so von den Aufklärungsseiten von manchen Zeitschriften? Also ich kenne nur nicht sehr viele Zeitschriften, aber ich denke, das ist sicherlich ganz okay. Aber eigentlich glaube ich, dass die Aufklärung doch lieber mehr durch die Eltern stattfinden sollte, als durch irgendwelche Zeitschriften. Wundert es dich manchmal, mit welchem Alter denn die Jungen und Mädchen und mit welchen Problemen sie dann an diese Zeitschriften sich wenden? Ja,
Ja, also ich stöber ja manchmal in den Zeitschriften meiner Tochter, muss ich ja ehrlich zugeben. Und da bin ich also wirklich, wirklich manchmal ganz erstaunt. Also was wirklich, ja, ich würde sagen, wirklich Kinder manchmal für Probleme schon haben. Also ich denke, das ist irgendwie doch ein bisschen sehr früh. Ja, aber dadurch wird man ja, glaube ich, selber auch aufgeklärt, dass vielleicht die Jugend etwas früher oder frühreifer wird. Ja, aber Aufklärung und Frühreife, das sind, glaube ich, etwas, ja, ich würde sagen, sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Also so sehe ich es eigentlich. Also eine gesunde Aufklärung, denke ich, die muss sein. Ab einem gewissen Alter soll sie einfach stattfinden. Was ist so das gewisse Alter? Naja gut, wie ich vorhin sagte, also unsere Tochter war 3, da war ich mit dem Steffen schwanger. Da haben wir es eben halt zumindest also schon mal mit so kleinen Büchlein und guck mal und so sieht es aus. Und ja gut, andere fangen wahrscheinlich erst 10 Jahre später an damit, ich weiß es nicht. Also ich denke, man kann einem 3- oder 4-jährigen Kind anhand eines netten Bilderbuches das vielleicht auch schon gut erklären. Wir haben vorhin viel von deiner Mutter gesprochen. Wir fragen sie jetzt einmal selbst, warum sie nicht mit dir über Sex reden konnte. Sie ist hier. Herzlich willkommen, Ruth. Wie sagt man so schön, wie Geschwister seht ihr beiden aus? Danke. Gut, wie war denn das damals? Silvia hat uns erzählt, dass sie nicht aufgeklärt wurde. Wie war das bei dir? Ich bin auch nicht aufgeklärt worden. Meine Eltern sind im 18. Jahrhundert noch geboren, 1890. Da war die Aufklärung ein Tabuthema. Die haben sich, also ich habe mich geschämt zu fragen und meine Eltern haben von sich auch erst nichts gesagt. Ja, und da muss man sich doch denken, Mensch, da hat mir was gefehlt oder hat dir nichts gefehlt? Doch, sicherlich hat mir was gefehlt. Ja, und warum hast du das dann nicht bei deiner Tochter anders gemacht, wenn du gedacht hast, Mensch, ich habe da so drunter gelitten, bei meiner Tochter mache ich das anders? Also ich würde sagen, ich habe mich geniert, auch meiner Tochter irgendwas zu sagen, weil ich ja auch nicht aufgeklärt worden bin. Hast du deine Eltern denn ab und zu mal nackt gesehen? Nein, eben nicht. Ich habe meine Eltern nie nackt gesehen. Und wie ist es dann gekommen? Du wurdest relativ früh schwanger. Wie kam es denn dazu? Wie weiß ich? Aber ich bin auch aufgeklärt. Die Geschichte drumherum. Also ich war, mit 14 Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt. Wir sind dann 4 Jahre zusammen gegangen, wie man so schön sagte damals, bis es dann zum ersten Mal passierte. Wir sind in die Ehebetten der Eltern gekrabbelt. Die Eltern waren nicht da. Wir sind in die Ehebetten der Eltern gekrabbelt, haben uns natürlich ein bisschen geküsst, ein bisschen geschmust. Und dann ist es halt passiert. Und es war für mich kein schönes Erlebnis. Ich habe meine Gefühle ja gar nicht richtig ausleben können. Ich habe ja gar nicht gewusst, was passiert jetzt mit dir da. Und mein Mann war ja auch nur 1,5 Jahre älter, hat auch nichts gewusst. Also wir sind zwei Dumme sind aufeinander geprallt. Ich habe von Tuten und Blasen ja keine Ahnung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was bedeutet denn damals zu dieser Zeit Sex überhaupt? Ja, es war ja eine Zeit, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo man darüber ja noch gar nicht gesprochen und geschrieben hat. Und wie gesagt, wir sind eine kinderreiche Familie, 6 Geschwister. Ich habe zwar immer meine Geschwister so tuscheln gehört, aber es ist nie was durchgedrungen zu der kleinen Rutchen. Und wie gesagt, also ich habe nicht gefragt. Aber du hast mal versucht, deine Tochter aufzuklären. Ja. Das war ja auch ein ziemlich witziger Versuch. Ich habe wie gesagt, ja 3 Töchter. Das ist meine älteste Tochter. Und ich habe das mal versucht, bei der zweiten mal an den Mann zu bringen. Irgendwie habe ich gedacht, die muss ja doch nun mal wissen, wie das so läuft. Und da ich nun selber ja auch nicht aufgeklärt war, habe ich mich vielleicht ein bisschen dusselig angestellt. Hab dann zu ihr gesagt, hör mal zu, Petra, die saß mit großen Augen da, hör mal zu, Petra, nun geht das so, geht das jetzt vonstatten. Nicht der Vater liegt unten und die Mutter oben drauf. Und dann findet, oder umgekehrt. Ach so, rum schon. Oder umgekehrt. Und dann findet das eben statt, dann hat man sich lieb, man küsst sich ein bisschen und dann passiert es halt.
Und ich fragte sie dann hinterher, hast du das denn nun begriffen, wie Mama das jetzt nun dir erklärt hat? Und da guckte sie mich mit großen Augen an und sagte sie, ja, eins, alles andere habe ich ja so verstanden. Aber eins habe ich doch nicht richtig verstanden. Durch die Matratze durch? Da war meine... ganze Aufklärung natürlich hin. Sie hat das natürlich ein bisschen missverstanden. Und da hast du dich dann noch nicht mehr getraut. Ich musste. Und da hat sie gesagt, Silvia, kannst du ihr das nun bitte nicht mal vernünftig erklären? Und ich bin schallend lachend rausgelaufen, weil es war wirklich, also, aber ich denke, bis heute hat sie es begriffen. Naja, und ich habe mir gesagt, also nur ist das in die Hose gegangen, auf Deutsch gesagt. Bei der dritten, da versuchst du das gar nicht erst. Und sie hat es dann auch durch die Schule. Wir haben ja jetzt schon zwei Generationen hier sitzen. Jetzt wollen wir doch auch mal die dritte Generation treffen. Und zwar Elena, deine Tochter. Herzlich willkommen. Elena, kann man ja gar nicht glauben, dass das deine Oma ist. Ist aber wahr. Erzähl mal, du wurdest relativ früh schon aufgeklärt. Wie war das? Ja, also ich war halt 3, wo mein Bruder unterwegs war. Und ich habe halt bis zu meinem dritten Lebensjahr geglaubt, dass die Kinder durch den Bauchnabel kommen. Und abends saß ich halt mal in der Badewanne und habe dann mit einem Mal gerufen, Mama, ich will keine Kinder kriegen. Weil ich hatte halt eine furchtbare Vorstellung durch den Bauchnabel. Das ist, weiß ich nicht, das gefiel mir nicht. Und da hat meine Mutter mir das halt so erklärt. Und dann konnte ich halt auch immer so mit Fragen zu ihr kommen. Und dann habe ich mit 11 halt meine Regel gekriegt. Da hat sie mir noch mal ein bisschen erklärt. Und dann, bis heute kann ich noch mit Fragen zu ihr kommen. Sie ist halt total locker drauf, ne? Also hat sie es anders gemacht. Du hattest aber auch Sexualkundeunterricht in der Schule. Wie fandest du den? Also ich fand den Sexualkundeunterricht ziemlich gut. Ne? Ich fand das scheiße von den Jungs, dass die bei jedes Mal haben die halt angefangen zu kichern und das ist ja Mädchensache und das ist ja nun so lustig. Und so ging das dann da halt und das war halt nicht so gut. Aber unsere Biolehrerin, die war halt total locker drauf, aber halt die Kommentare von den Jungs, die waren ziemlich nervig. Glaubst du, das sollte irgendwie getrennt werden, Mädchen und Jungs? Nö. Vielleicht sind die da nicht mehr so albern. Nee, ich weiß nicht. Das ist dann auch irgendwie nicht so gut. Kann man direkt sein Gegenüber betrachten. liest du denn ab und zu auch mal die Aufklärungsseiten von verschiedenen Zeitschriften? Nicht mehr. Also ich habe mal eine Zeit lang regelmäßig Bravo gelesen. Mittlerweile lese ich sie nicht mehr so. Und ich finde das auch nicht so gut. Ich finde das ziemlich übertrieben. Und da wird alles so geblümt dargestellt. Es ist ja nun überhaupt nicht schlimm, mit 15 schwanger zu werden und so. Ich finde das nicht. Also ich finde das schön, dass es solche Aufklärungsseiten gibt. Aber dass es so dargestellt wird, finde ich nicht so gut. Wie ist es denn? Du redest jetzt ganz locker mit deiner Mutter darüber. Würdest du so locker jetzt auch mit deiner Oma sprechen können? Nein, glaube ich nicht. Hast du es denn mal probiert? Nein, aber ich weiß nicht, ich habe halt mal einen versauten Witz gebracht und ich weiß nicht, da konnte sie, glaube ich, nicht so drüber lachen. Wie ist denn das? Findest du bei der Aufklärung, da geht es oft um das Kinderkriegen einfach, dass man da genau weiß, wie denn das funktioniert. Und da wird ja oft das Ganze drumherum totgeschwiegen. Das finde ich doof, weil ich meine, Aufklärung ist nicht nur Sex und Kinderkriegen, da gehört auch noch eine ganze Menge andere Sachen zu. Und ich finde, die müsste man dann auch mit reinbringen, weil nur Sex, das bringt es auch nicht. Dann ist man nicht aufgeklärt, wenn man weiß, wie man Sex macht, finde ich. Wie wäre das denn, Silvia? Also sie hat jetzt gesagt, in der Bravo steht, ach, das ist ja gar nicht schlimm, mit 14 oder 15 schwanger sein. Wie fändest du das, wenn plötzlich deine Tochter schwanger würde? Also um ganz ehrlich zu sein, in dem Alter entsetzlich. Also, und ich hoffe auch nicht, dass das passiert. Nein, das passiert nicht. Dass wir also wirklich, wirklich auch vernünftig darüber sprechen. Und wenn es eben halt so ist, dass sie einen festen Freund hat, dann denke ich, müssen wir zu irgendwelchen Verhütungsmitteln greifen dann, nicht? Gibt es denn ein spezielles Alter, ab wann Jugendliche Sex haben sollten? Könnte ich so nicht sagen. Elena? Ich habe mir vorgenommen, bevor ich nicht 16 bin, möchte ich nicht mit einem Jungen schlafen. Aber ich denke mal, das werde ich auch durchhalten. Du bist jetzt wie alt? 15. Ist es mit 16 denn okay, Silvia? Och, ich denke auch, ich war auch 16. Also geschadet hat es mir sicherlich in dem Sinne nicht. Wir haben jetzt einfach mal die Allerkleinsten gefragt, ob sie denn wissen, wo die kleinen Babys herkommen. Da haben wir mal einen Einspieler. Die Babys kommen aus dem Bauch. Von den Frauen.
Aus dem Krankenhaus. Weil die kommen aus einem kleinen Ei. Der Doktor hat ein Loch geschnitten. Hoch, darunter, hoch, hoch. Boom, boom, boom. Und er hat das Blut ein bisschen weggemacht. Ich weiß das nicht. Die Mama, schlaft er dann auf? Dann musst du ganz viel trinken. Zuschauer, wenn Sie es bisher nicht wussten, jetzt wissen Sie es. Meinen nächsten Gast brauche ich den wenigsten hier vorzustellen. Es ist Margit vom Dr. Sommer-Team. Herzlich willkommen. Margit, die meisten kennen dich hier, das ist ja fantastisch. Du klärst durch die Bravo ja auf. Und Bravo TV auch. Ja. Was ist da für dich das Wichtigste und wie sind deine Erfahrungen mit der Aufklärung heutzutage? Also einmal wollen Jugendliche und auch so manche Erwachsene Aufklärung gar nicht nötig haben, weil sowas ist, was vielleicht einem auch eine Blöße gibt. Verstehe ich auch gut. Aber die vielen Zuschriften, wir kriegen im Augenblick mit Internet 250 am Tag, sprechen einfach eine andere Sprache. Wobei es da nicht nur um Sexualität geht. Und es geht auch gar nicht so sehr vordergründig um, wie lang muss sowas dauern, um dieses Technische, sondern es geht immer auch darum, um Ängste, Unsicherheiten, Irritationen, um die Gefühle, die dahinter sind, um Scham und so weiter. Wie sind denn so die jüngsten Zuschriften von wem? Welches Alter? Oh, es kommen schon mit 10 Jahren Zuschriften, aber nicht zur Sexualität. Vielleicht mit 11 Jahren, wie geht denn eigentlich so ein Zungenkuss? Das wird sicherlich gefragt. Aber ich möchte ganz gern was sagen zu Elena. Aufklären oder etwas klar machen. In diesen 10,5 Jahren, in denen ich bei Bravo arbeite, stand ganz sicherlich nie im Heft, nie in der Bravo, dass es ganz toll ist oder gar nicht schlimm ist, mit 15 Jahren schwanger zu werden. Das wäre also gegen jegliche Realität. Und nein! Auch gar nicht gemeint, sondern eher so, dann kannst du ja zu deinen Eltern gehen, die werden das bestimmt verstehen und so, das meinte ich damit. Und das stimmt. Das glaube ich gar nicht mal, weil in manchen Fällen wird es bestimmt Ärger ja, geben. Ja, am Anfang ist es sicherlich stressig, das wissen wahrscheinlich einige, aber es ist möglich. Und es gibt noch andere Hilfeleistungen und Beratungsstellen und so weiter. Und Ziel ist auch, Aufklärung heißt ja etwas klar machen. Ja, warum ist Aufklärung denn so wichtig heutzutage? Weil es uns vorbereitet auf etwas, was uns auch irgendwo Angst macht. Es ist ja was Neues. Und es geht ja nicht nur darum, du hast es vorhin mal so toll gesagt, Sexualität hat nichts mit Geschlechtsverkehr oder dem Akt an sich zu tun, sondern das hat was zu tun mit, auch mit Beziehung. Es hat was zu tun mit Gefühl, mit Lust, mit Angst, mit Begierde, mit allem drum und dran, nicht nur mit Blümchen, sondern auch mit anderen Dingen. Und es ist sehr schön, wie Silvia das vorhin gesagt hat, es fängt nicht nur an Aufklärung punktuell mit 14 oder 13, wo der Papa mal seinen Sohn beiseite nimmt, komm mal mit, ich erzähle dir eine Stunde was drüber, sondern das beginnt mit der Entstehung eines Kindes. Und es hängt auch davon ab, was kriegen Kinder mit von den Eltern, die ja immer noch das stärkste Modell sind. Ja, und sie leben das ja irgendwo vor. Ja, natürlich. Wie zeigen die ihre Zärtlichkeit zueinander? Können die, knistert es da ab und zu? Können die sich umarmen? Oder läuft da überhaupt nichts in dieser Richtung? Wie machen das denn alleinerziehende Eltern dann? Oh, auch da ist es möglich, auch Zärtlichkeit zu zeigen. Und da gibt es vielleicht auch mal einen Freund. Oder es gibt auch noch, Gott sei Dank, die Möglichkeit zu sprechen. Und sich auszutauschen. Und es ist scheinbar so, dass Sexualität kein Tabu wäre. Ich sehe das nicht so. Es ist zwar kein Tabu, Pornos anzugucken oder über die ganzen Kanäle Sexfilme anzuschauen, aber über die eigene Sexualität zu sprechen, auch in der Partnerschaft, über die eigenen Gefühle, auch in der Beziehung, das ist immer noch ein Tabu und sehr schambesetzt und angstbesetzt. Sind auch viele Erwachsene nicht aufgeklärt? Oh ja, das denke ich sehr. Wie findest du denn Sexualkundeunterricht in der Schule? Also einmal finde ich es gut, dass es das gibt. Und gleichzeitig weiß ich auch von den vielen Jugendlichen, die danach anrufen in der Sprechstunde, wenn ich die dann frage, hast du das mal fragen können? Dann sagen die, nie würde ich das da fragen, da würde ich mich ja zu Tode schämen. Und ich denke, dass es
immer noch nicht so. Es gibt ganz tolle Bio-Lehrer, Lehrerinnen, aber die Atmosphäre, offen auch über Gefühle zu reden, das ist enorm schwer. Und da wird gekichert und gelacht, weil man sich einfach auch mal ein Stück distanzieren muss, weil es noch zu viel ist. Und das Ideale wäre, denke ich, Mädchen erstmal einzeln zu nehmen, die Jungs einzeln zu nehmen mit einem Mann und auch mal über sich reden zu können und das dann zusammenzuführen. Und auch eine Atmosphäre zu schaffen, das heißt nicht in dem Klassenzimmer, wo ich gerade vorher vom Mathelehrer eine 5 gekriegt habe, sondern irgendwo, wo es auch was mit Sinnen zu tun hat, wo auch mal Kissen rumliegen und ja, wo es leichter ist. Eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Zum Beispiel. Habt ihr bei eurer Aufklärung denn Grenzen? Nein, es gibt keine Grenzen. Und ich denke auch, es gibt keine Grenzen bei Fragen. Ich finde, Jugendliche, die Fragen, noch Fragen haben und sich trauen, Fragen zu stellen, 1000-mal mutiger als solche, die sagen, ich weiß eh schon alles. Und dann erzählt mir ein 14-Jähriger wie kürzlich im Sextalk, übrigens, das wollte ich nicht sagen, ich habe gerade ein Mädchen geschwängert. Und er hat von Tuten und Blasen offensichtlich keine Ahnung gehabt, leider. Wir haben vorhin schon von dem Sexualkundeunterricht gesprochen. Wir haben einen Biologielehrer hier. Herzlich willkommen, Wolfgang. Du hast direkt einen ganzen Fanclub hier mitgebracht. Ja, wie gehst du denn mit dem Sexualkundeunterricht in der Schule so vor? Also ich habe zwei Gruppen hier. Einmal habe ich eine 5. Klasse, die demnächst 6. Klasse sein wird. Und die wird im August den Sexualkundeunterricht zum ersten Mal bei mir erleben. Und die müssen aufgeklärt werden über die Probleme, die sie mit der Pubertät erwarten dürfen. Also die werden auch fragen dürfen, die werden auch animiert werden, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Und ich werde versuchen, den Unterricht so aufzubauen, dass ich von ihren Fragen ausgehe. Ich habe aber auch Ziele, und meine Ziele sind die, Ihnen zum Beispiel über den Bau der Geschlechtsorgane, über die Funktion der Geschlechtsorgane was beizubringen, über Schwangerschaft, über Geburt, über Hygienemaßnahmen bei Jungs, bei Mädchen, über die Menstruation. Und wie sieht es denn dann mit der 10. Klasse aus? Da sind ja auch welche hier, nicht wahr? Ja. Und wo ist denn da der Unterschied zwischen den 5-Klässlern und den 10-Klässlern? Während es bei den 5-Klässlern, 6-Klässlern darum geht, alles drumherum, um das Kinderkriegen zu erläutern, dann geht es bei den Größeren eher um das Kinderverhüten. Das ist so das Hauptthema. Wie gehen Sie denn damit um, wenn zum Beispiel, also hier die Jungs, die kichern schon ab und zu mal. Wie geht man denn mit dem Gekichere um? Ja, das Gekichere muss allmählich so umgewandelt werden in eine angstfreie Situation, Fragen zu stellen, noch und nöcher, wie die Kollegin das schon gesagt hat. Das muss sich erreichen und das, denke ich, kriegt man hin, dass man eine völlig entspannte Situation hinkriegt, dass sie Fragen stellen und ich den Unterricht nach diesen Fragen ausrichte. Du hast auch einen wunderbaren Aufklärungskoffer. Trägst du den immer mit dir rum? Nein, der liegt schon in der Schule, den haben wir gekauft und der ist immer parat für alle Kollegen, die ihn einsetzen wollen. Da werden wir natürlich am Ende der Sendung noch eine kleine Vorführung bekommen. Aber du hast ja auch hier so viele Schüler mitgebracht. Jetzt frage ich doch mal direkt hier vorne. Ja. Freust du dich denn schon auf den Sexualkundeunterricht? Es geht. Was wird dir denn da nicht dran gefallen? Weißt du das schon? Nö, eigentlich nicht. Wie wurdest du denn bisher schon mal aufgeklärt? Die Geschichte mit der Biene. Und der Blume? Ja, genau. Weißt du denn, wo die Babys herkommen? Ja. Na, das ist doch schon mal etwas. Da weiß man doch schon mal. Mit dir. Du hast den Sexualkundeunterricht bei Wolfgang schon genossen. Wie macht er das denn so? Ja, ganz locker. Also er nimmt einem zumindest die Angst. Hat er irgendwie alle Fragen beantworten können? Ja. Bist du denn, wenn du Fragen hast, mal zu ihm gekommen oder zu wem gehst du dann? Nee, wenn, dann gehe ich zu meiner Mutter. Ist sie auch ganz locker drauf? Ja, ganz locker. Findest du es denn trotzdem wichtig, dass in der Schule Sexualkundeunterricht Doch, finde ich irgendwie schon wird? Wichtig. Weil wenn alle Elternteile das nicht so hinkriegen oder sich nicht trauen, den Kindern das zu erklären oder so, finde ich das schon ganz gut. Besonders bei Herrn Lüth. Also ich meine, der macht das ziemlich locker. Deswegen finde ich das ziemlich gut in der Schule. Nochmal ein Kompliment an Wolfgang. Wir lernen jetzt Dirk kennen. Und Dirk denkt, dass zu viel Kids zu viel über Sex wissen. Herzlich willkommen.
Dirk, du bist Mitinitiator der Aktion Wahre Liebe wartet. Was hat es denn damit auf sich? Wahre Liebe wartet ist eigentlich eine internationale Aktion von jungen Leuten überall auf der Welt, die ganz kurz die Message gesagt haben, wir machen Bekenntnis, kein Sex vor der Ehe. Und wir sind eine Gruppe junger Christen hier in Deutschland. Wir haben gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, dass Leute, die so eine Einstellung haben, sich nicht mehr hinterm Ofen verstecken. Oder vor allem auch, dass dieses Image endlich mal geändert wird. Das sind so zurückhaltend, so ein bisschen angestaubte Menschen, die sich nicht trauen, aus sich rauszugehen. Wir haben gesagt, wir sind junge Menschen, wir haben Freude im Leben, wir haben Spaß, wir haben ein tolles Lebensgefühl. Warum sollen wir nicht auch endlich mal wieder das damit verbinden und dass junge Leute heute wieder sagen können, ich möchte so leben. Und das sieht auch ganz praktisch aus. Ich bin mit 26 Jahren als Jungfrau in die Ehe gegangen und das war was total Gutes. Und das kann ich eigentlich auch nur sagen, dass... Das ist eine Sache, die lohnt sich. Wir haben viel mit jungen Leuten zu tun. Wir gehen raus, wir gehen in Schulen, wir haben viel Briefkontakt. Und es gibt immer mehr, die auch sagen, ja, stimmt, ich denke eigentlich auch so, nur ich habe mich nie getraut, dazu zu stehen. Weil das ist ja doch so ein bisschen ein komisches Image. Aber ihr habt recht, wir sind jung, wir haben viel Freude im Leben. Warum soll man nicht dazu stehen, auch so zu leben? Wie wurdest du denn aufgeklärt? Ja, also bei mir war es teils im Elternhaus, was ich auch sehr gut fand, weil da irgendwo besser eine Vertrauensgrundlage war. Haben die auch diese Einstellung wie du? Nein, haben sie nicht. Also ich wurde ganz offen aufgeklärt über alle Dinge. Und ich habe natürlich auch als 12-, 13-Jähriger dann angefangen, die Bravo zu lesen. Das war Muss. Wer am Freitag nicht wusste, was in der Bravo stand, hat also Schwierigkeiten bekommen. Im Nachhinein sage ich, es ist traurig, dass es so war, aber es ist einfach so, dass da auch eine unheimliche Autorität drin steckt. Ja, aber Dirk, wie ist das denn mit 26 als Jungfrau in die Ehe gegangen? Ist das denn nicht dann auch die Gefahr, dass man ganz schnell heiratet, damit man endlich kann? Glaubst du, mit 26 ist ganz schnell geheiratet? Nein, nein, nein. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ich habe nicht zwei Stunden am Tag rumgesetzt, ein Daumchen gedreht und gedacht, oh, jetzt warte ich. Ich hatte ein ausgefülltes Leben und es war auch kein darauf hingehen. Es hätte auch sein können, dass ich nie geheiratet hätte. Ich habe mir gesagt, lieber warten, bis die richtige kommt, anstatt die falsche zu nehmen. Aber man hat doch sexuelle Bedürfnisse, das lässt sich doch nicht abstreiten. Ja, natürlich. Ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch. Ich habe Triebe, der Sexualität gehört mir dazu. Es ist nur die Frage, kann ich damit umgehen? Das heißt nicht, das verkrampft zu unterdrücken, sondern einfach so damit umgehen, dass es zu mir gehört, aber dass ich dem auch nicht immer nachgehen muss. Ich meine, ich bin ja kein Tier, das jedem Bedürfnis nachgeht und es geht auch jeder morgens um 7 in die Schule oder zur Arbeit, auch wenn er lieber im Bett liegen bleibt. Ja, aber wie muss ich mir denn das vorstellen? Kauft man denn nicht dann die Katze im Sack? Ja, also ich denke, die Frage... Ich finde die Frage sehr verständlich, aber auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, auf was wird denn bei uns der Schwerpunkt heute gesetzt? Ist es nur, weil ich eine Frau vorher sexuell nicht kennengelernt habe, dass ich nichts von ihr kenne oder nichts von ihr weiß? Mir sind andere Dinge eben viel wichtiger, dass wir Probleme miteinander bewältigen können, dass wir uns unterhalten können, dass eine Harmonie da ist, dass eine Geborgenheit da ist. Da habe ich doch keine Katze im Sack, nur weil ich die sexuellen, einen von vielen Bereichen, der mit sie hat schön ist, der mit dazugehört, noch nicht vorher kennengelernt. Ja, aber du weißt ja nicht, ob er schön ist. Ja, natürlich. Ich habe doch jetzt geheiratet. Das ist wunderbar. Das ja, jetzt erst mit 26 Jahren. Da hast du erfahren, dass es schön ist. Und dann passt du auch mit deiner Partnerin oder mit deiner jetzigen Ehefrau zusammen. Ist die übrigens auch als Jungfrau in der Ehe? Das ist Geheimnis. Das bleibt ihre Sache. Ich meine, es gibt auch Sachen, die man nicht vor allen 100.000 Zuhörern von Sonja hier ausbreitet. Nee, klar. Ist und absolut legitim. Für Dirk. Mich sage ich das gerne und stehe auch dazu. Also ich bin ja so ein bisschen der Meinung, wenn man sein Leben lang ein Auto fährt, dann kann man auch keine anderen Autos irgendwie beurteilen und nicht sagen, das fährt jetzt schnell oder langsam oder wie auch immer. Sonja, ich bin der Meinung, ich habe ja nun auch mit 18 geheiratet, weil ich musste, es war eine Mussheirat, bin 24 Jahre verheiratet gewesen mit ein und demselben Mann, langweilig, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Dann in zweiter Ehe war ich noch mal 5 Jahre verheiratet. Mein Mann verstarb leider. Jetzt habe ich den dritten Partner. Und er ist eigentlich jetzt erst richtig der Nutznießer, weil der zweite Ehemann mir alles beigebracht hat, was ich in der ersten Ehe nicht gewusst habe. Warte mal, Dirk.
Dirk, ja, hier ist noch eine Frage. Ich habe noch mal eine Frage zu Dirk. Und zwar, du hast doch gesagt, du hast dein Auto 26 Jahre stehen gelassen. Hab Würdest du noch gesagt, mal 26 Jahre warten damit? Nein, warum? Ich habe doch geheiratet. Ja, ich meinte jetzt aber auf das Sprichwörtliche, jetzt ist es passiert nach 26 Jahren. Würdest du damit noch mal 26 Jahre warten? Es hätte ja sein können, dass du nicht die passende Partnerin... Ja, sonst hätte ich mir irgendwo in den Zwang begeben, Torschlusspanik und jetzt muss ich unbedingt jemand kriegen. Für mich war das eine Offenheit, ja natürlich. Margit, wie findest du denn das? Sollte man denn mit dem Sex bis zur Ehe warten? Es geht überhaupt nicht um Sollen. Es geht überhaupt nicht darum, wer soll was tun. Und ich denke, es ist auch nicht ganz fair, eine Partnerin, Liebespartnerin mit dem Auto zu vergleichen. Also mal so unter uns. Ja, und ich denke auch, ein Ziel von Aufklärung ist die Selbstbestimmung. Also auch, da sind Eltern gefordert, ihre Kinder so weit zu bringen, um ihnen vertrauen zu können, dass sie das selbst entscheiden können. Und zwar ganz egal, was andere sagen, ganz egal, was der Trend ist oder ganz egal, was die Klicken-Leute sagen. Und wenn Dirk für sich entscheidet, ja, das ist meins und ich erlebe das erfüllend und es tut mir gut und auch dieses Warten hat mir was gebracht, dann ist es seins und es zeigt, dass er selbstbestimmt handelt. Und gleichzeitig gibt es andere 14-Jährige, übrigens sind manche 17, vielleicht auch 30-Jährige unreifer als manche 14-Jährige, stelle ich fest. Es gibt 14-Jährige Persönlichkeiten, die sagen, ich habe da Lust drauf und ich will und es ist für mich der Richtige. Und auch das ist eine freie Selbstbestimmung. Hauptsache, jeder ist glücklich. Ob denn ein 15-Jähriger auch die gleiche Meinung vertritt, erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Johannes. Johannes, du bist 15 Jahre alt. Ehrlich gesagt siehst du ein bisschen älter aus. Das soll ein Kompliment sein. Danke sehr. Und wie wurdest du denn eigentlich aufgeklärt? Durch meine Eltern. Ganz, hast alles erfahren, alles, du konntest über alles sprechen. Ja, was heißt alles? So die Hauptpunkte habe ich durch meine Eltern erfahren. Natürlich gab es auch einige Sachen oder einige Stellungen, die ich natürlich nicht erfahren habe, die man dann so im Freundeskreis erfährt. Da gibt es natürlich, man lernt nie aus und so, aber... Wenn du mal Kinder hast, wie wirst du sie dann aufklären? Ja, ich werde es auf keinen Fall irgendwie solchen Blättern wie der Bravo überlassen, sondern ich werde es selber machen. Stehst du der Bravo kritisch gegenüber? Ich halte die Bravo eigentlich für ziemlich kritisch. Inwiefern? Was gefällt dir daran nicht? Ich finde, das ist zum Teil Pornografie als Aufklärung verpackt. Oh. Finde ich hochinteressant. Dirk, du bist übrigens auch der Meinung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade, dass sie beide das als Pornografie sehen, gibt mir zumindest mal die Vermutung, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann dich auch fragen danach, dass Pornografie ja immer im Kopf des Betrachters abläuft. Und das heißt, wenn jetzt da zwei Leutchen abgebildet sind, ein Pärchen, das miteinander schmust und sind vielleicht auch nur halb begleitet, dann kann das bei den einigen Erregung hervorrufen. Es soll ja auch Leute geben, die schon bei entlaubten Bäumen Erregungen kriegen. Und dann frage ich mich, was läuft im Kopf des Betrachters ab? Für andere ist es ein ganz normales Pärchen, das sich in dieser Situation so erlebt. Hast du denn deine Eltern mal nackt gesehen? Ja. Was ist denn dann so schlimm dran, wenn du noch andere nackte Menschen in einer Zeitung siehst? Es geht nicht darum, dass das für mich schlimm ist. Ich kann da mittlerweile mit umgehen, aber ich halte es für kritisch, wenn 8-Jährige, weil es fängt in dem Alter an, dass die Bravo lesen, sobald sie es dann von der Kioskfrau kriegen, dass die da Bilder sehen, wo selbst die Leute in der Blitzilu mehr anhaben. Also, oh, also wirklich. Was hältst du denn von der Einstellung, oder was hältst du davon, wenn 13-Jährige schon Sex haben? Das liest man ja auch ab und zu mal. Halte ich für viel zu früh. Wie ist denn deine Einstellung? Ja, meine Einstellung ist, dass ich bis zur Ehe warte. Deswegen erledigt sich das Thema, ob ich nur mit 16, 14 oder 15 Sex habe, weil ich schätze mal nicht, dass ich mit 16 heiraten werde. Überall begegnet einem Sex und ich denke, es gehört auch was mit der persönlichen Reife zu tun und natürlich auch mit der Verantwortung. Sexualität ist nicht ohne Verantwortung denkbar. Aber es gehört auch zu einem jugendlichen Leben. Ja, wie das jeder in seiner persönlichen Einstellung sieht. Ich meine,
es passieren halt auch manchmal Dinge, wo man sagt, man hat zwar die Lust überall erlebt und ich meine, es wird einem ja auch überall schon als Liebe verkauft, aber man war einfach noch nicht reif dazu und es hat teilweise Verletzungen. Wir kriegen immer wieder auch Zuschriften, wir haben viel mit jungen Leuten zu tun, die sagen, es war wie ein Überfall fast für uns, es ging alles ganz schnell und ich habe gemerkt, ich war gar nicht bereit dazu. Und das hat ganz tiefe Wunden gerissen. Ja, und du findest, dass die Jugendlichen jetzt schon viel mehr über Sex wissen, als du jemals wissen möchtest? Es gibt teilweise, ich meine, es ist ja auch so, dass die Bravo schon über unsere Aktion berichtet hat und dass wir ganz, ganz viel Zuschriften darauf bekommen haben. Und was da teilweise Sachen berichtet wurden, von was für Praktiken ganz, ganz junge Menschen in dem Alter, als ich auch die Bravo gelesen habe, heute schon erlebt haben und in was für Sphären die sich begeben, habe ich gesagt, das sind auch Dinge, nun gut, ich weiß, dass es sowas gibt, aber da möchte ich auch gar nicht weiter darüber was erfahren, weil das nicht meine Welt ist. Ganz klar. Und ich muss sagen, das geht in manchen Gebieten auch zu weit und es ist immer dieses Lustbetonte. Und ja, man wie hat schön, Spaß daran. Endlich mal lustbetont. Ja, und es endlich hat ja mal auch weg seinen von diesem Ort, technisch aber, sterilen. Die Verantwortung wird oft vergessen und dass endlich da Gefühle mal Spaß dazu gehört, und Neugier. Dass da Liebe dazu gehört. Das kommt das zu kurz. Wir lernen jetzt Ramona kennen und Ramona hat auch relativ früh angefangen, denn sie hat bereits mit 16 ihr erstes Kind bekommen und ist mittlerweile Mutter von 3 Kindern. Herzlich willkommen. Ramona, wie alt bist du jetzt? 23. Und hast mittlerweile schon 3 Kinder. Ja. Mit 16 oder mit 16 hast du dein erstes Kind bekommen? Mit 17. Gerade also, 17 geworden? Ja. Wie ist es denn passiert? Du wurdest hier auf eine ganz spezielle Art nicht aufgeklärt. Ja, ich wurde auf eine ganz spezielle Art schon. Es war so, ich hatte eine Zyste am Eierstock gehabt und bin mit Hormonpräparaten behandelt worden. Und dann habe ich eine stärkere Pille bekommen, da ich ja schon mit 14 mit Pille angefangen habe. Und da gibt es ja diese Mikropille für junge Leute in dem Sinn. Und die hat halt nach der stärkeren Pille einfach ausgesetzt. Und ich bin dann halb schwanger geworden. Das heißt, der Arzt hat dich nicht aufgeklärt darüber, dass bei einem Pillenwechsel noch andere Verhütungsmaßnahmen nötig sind? Nein. Ich habe in dem Sinn 4 Wochen Sexverbot in dem Sinn von der Ärztin bekommen. Und die 4 Wochen habe ich auch eingehalten. Nur danach dann halt nicht mehr. Wie ist das denn jetzt? Du bist jetzt schon so jung, du bist noch so jung und bist Mutter von 3 Kindern. Bereust du es manchmal so früh, dein erstes Kind bekommen zu haben? Manchmal ja, aber ist sehr selten eigentlich. Man ist auch irgendwo stolz drauf, im Nachhinein dann. Weil gut, ich habe halt jetzt in dem Sinne nichts von meiner Jugend gehabt, aber dafür habe ich dann was, wenn von meinem Alter was, wenn die anderen daheim sitzen und Mutter spielen. Deine Mutter hat dich mit welchem Alter bekommen? Mit 15. Werdet ihr denn oft als Geschwister dargestellt oder dafür gehalten? Ja. Und ihr habt jetzt beide das jüngste Kind und die sind gleich alt? Ja, mein mittlerster Sohn ist 3 und mein Bruder ist auch 3. Wir waren zusammen schwanger gewesen und dass mein Bruder halb 3 Monate zu früh kam, es war eine Frühgeburt. Der ursprüngliche Geburtstermin war 5 Tage auseinander. Und das Lustige war dann nur, wie ich meine Mutter im Kreissaal besuchen wollte und ich hatte schon selber so einen dicken Bauch. Ja, was wollen Sie denn hier? Ich dachte so, ja, ich wollte eigentlich meine Mutter noch mal schnell besuchen. Die hat mich erst mal angeguckt, so, sprachlos halb. Wir lernen deine Mutter kennen, sie ist hier. Herzlich willkommen, Margarete. Ja, Margarete, wie schon gesagt, also das kann man kaum glauben. Mutter und Tochter, ihr habt doch euch auch gleich angezogen. Seid ihr ein bisschen wie Freundinnen untereinander? Ja, auch. Wie hast du denn Ramona aufgeklärt? Ja, ich habe also Ramona mit zum Frauenarzt genommen, wie ich das dritte Mal schwanger war. Und habe also sie bei der Untersuchung dabei genommen und habe also auch mit ihr gesprochen. Auch vorher schon über sexuelle Situation und habe sie also begleitet, auch in der Teenagerzeit, mit Pille unterstützt. Damit wolltest du ja eigentlich verhindern, dass sie genauso früh wie du schwanger wird. Im Grunde ja. Wie war denn das, als sie plötzlich mit gerade mal 17 Jahren ankam und sagte, sie wäre schwanger? Also
Es war erstmal ein bisschen schockierend. Ich meine, sie war mitten in der Lehre, das war schon schwierig. Sie hatte mich vor die Alternative gestellt, Abtreibung oder Kind bekommen. Ich habe also gesagt, ich übernehme das nicht, diese Verantwortung, das ist ihre Entscheidung. Aber wir werden ihr helfen, soweit es möglich ist, wenn sie sich für das Kind entscheidet. Wie war denn das bei dir damals? War das gewollt, dass du mit 15 schwanger wirst? Wahrscheinlich nicht. Bei uns war also die Aufklärung überhaupt nicht vorhanden im Elternhaus. Das war also noch eine Zeitspanne. Das heißt, du wusstest in dem Moment gar nicht, was du tust? Ja, schon, dass ich also körperliche Liebe mache oder so. Ja, in dem Sinn, in Anführungsstrichen. Aber was das so alles mit sich bringen kann. Also, ihr beide seht euch jetzt so ähnlich. Mal sehen, ob eure beiden jungen Kinder, die beide 3 Jahre alt sind, auch sich so ähnlich sehen. Wir haben ja ein Foto von den Kleinen. Onkel Dominik. Na, da können ja Onkel und Neffe öfter mal um die Häuser ziehen. Also du hattest damals überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Arten von Verhütungsmitteln? Nee. Und wie findest du denn so die Aufklärungsseiten von Bravo zum Beispiel? Also mein Sohn ist. Wärst du froh gewesen, wenn es die damals gegeben hätte? Ja, ich will, also bestimmt, ich denke schon. Wenn ich da zurückdenke an meine Jugendzeit oder so, man war ja nicht vorbereitet auf diese körperliche Situation. Also es war schon viel Angst und man weiß ja nicht, was mit einem geschieht und so. Und ich denke also, dass Aufklärung wichtig ist, weil gerade bei Ramona durch diese. Bei Ramona zuerst Aufklärung von meiner Seite aus, habe ich also auch mitgekriegt, dass sie keine Angst hatte vor Sex. Ja, dass es also irgendwann auf sie zukam, ja, aber eben den Zeitpunkt kann man nicht bestimmen. Das passiert irgendwann. Und sie hatte also vor Sex in dem Sinn keine Angst gehabt. Und das ist, denke ich, sehr wichtig. Und mein Sohn ist 8 Jahre, der kriegt also auch schon die Bravo. Und jetzt möchten wir einmal eine artgerechte Benutzung des Präservativs zu sehen bekommen. Johannes, schon mal ein Präservativ benutzt? Ein Präservativ? Ist ein Kondom. Ein Kondom. Benutzt nicht. Aber schon mal gesehen? Ja, über den Finger gezogen, Wasserbomben gemacht und so. Schon mal geübt, man weiß ja nicht, wann man heiratet. So. Bitte genaue Anweisungen dazu. Gut. Man öffnet ohne scharfe Fingernägel, wenn man es kann. So. Und genauso bekommen das die Schüler in der Schule auch gezeigt. Sie brauchen jetzt nicht zu Hause denken, dass wir hier irgendwie versaut sind oder so, denn es gehört einfach dazu, zum Sexualkundeunterricht. Achtet jetzt darauf, in welcher Abrollrichtung er draufgelegt werden muss. Muss darauf achten, dieses Reservoir zuzudrücken, damit keine Luftblase bleibt. Warum? Es besteht ja die ganz, ganz geringe Chance, dass der Samenerguss mit 2-3 Millilitern vielleicht noch das Gummi zu sehr dehnen würde. Es ist sehr unwahrscheinlich, weil normalerweise diese Ballons auf 18 Liter ausgedehnt werden können und sehr haltbar sind. Aber viele haben Angst, wenn sich hier Samenflüssigkeit befindet, dass es platzt. Also drücken wir es ab, keine Luft rein und abrollen. So, abrollen bis ganz unten, bis zum Schaft. Und es ist fertig. Vielen herzlichen Dank, Margit und Wolfgang, natürlich auch unsere Spezialisten, die mir sehr geholfen haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Ihre Sonja.